Willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sind immer noch in Nordafrika, haben uns dort aber, naja, bisschen die strategische Planung genommen, sowohl im Norden als auch im Süden, bleibt eigentlich nur der Osten. Aber Richtung Osten möchte ich jetzt erstmal nicht, wenn, dann möchte ich wirklich Richtung hier Spanien jetzt ziehen, das einsacken, aber erst einmal kümmern wir uns um die. Das heißt, wenn Karthago nochmal anfragt nach dem Friedensvertrag, handeln wir an und dann machen wir unsere Verbündeten ja platt. Weil mit diesen drei Provinzen kann ich locker eine Armee stemmen für den Norden. Und damit habe ich dann Italien abgesichert und kann erstmal hier unten in aller Ruhe expandieren in Mauretanien. Um in Richtung Spanien zu ziehen, um mich dann mit den Galliern anzulegen. Dann kann ich dann diese Legion dann verbinden bis hoch nach Britannien. Und dann kann ich dann über die gesamte Karte dann Richtung Osten wie so ein Wall ziehen. Theoretisch. So, das ist zumindest der Plan. Es sei denn, es passiert irgendwas, was ganz blöd ist. So, in der letzten Folge hatten wir ein paar Kinder geboren. Oh, das ist ja, Mann, das ist ja lieb auf den ersten Blick. Vier Kinder, nice. Die haben eins zumindest, sehr gut. Aufmerksamkeit. Ein Narr wurde bei der Verschandlung des Tempels des Judas erwischt. So etwas sollte ernst genommen werden. Wir übergeben ihn. Ist natürlich klar. So. Erledigt. So, Spion kommt wieder hinzu. Da wird es weiter levelt. Tada! So, hier wird hier gebaut. Innenviertel, genau, das wird man abreißen. Wie kann man jetzt bauen? Das ist jetzt das Problem. Ich brauche Nahrung eigentlich. Eigentlich ist Nahrung das Plus Ultra. Ich könnte auch so einen Tempel hier brauchen. Damit Kultur hier hochgeht, weil ich habe 12% habe ich römisch, lateinisch. Ich habe 65% punisch, wüstennomadisch und selbst hellenisch ist hier drauf. Das gefällt mir gar nicht. Das sind doch Unruhen ohne Ende und Korruption geht auch gigantisch nach oben. Aber ich brauche Nahrung, verdammt. Okay, hier machen wir einen Tempel erstmal hin. Jupiter. Und hier kommt dann die Nahrung hin. Eine Nahrung habe ich noch, aber ich müsste ja hinten bald... Habe ich das nicht schon mal gebaut? Warte mal. Gibt 10 Nahrung, genau. Her damit. Winziges Krachus. Ist gelevelt. Dieser Mann. Unterhalt billiger auf 7%. Wunderbar. Machen wir mehr Gold. Also rekrutiere ich mir daran da gleich noch einen. Oh, er geht Richtung Karthago. Das kann er vergessen. Das kann er vergessen. Da kommt er nicht hin. So, Fraktionen angetroffen. Soweit okay. 7 Nahrung. Fantastisch. Jetzt haben wir doch Nahrung. Passt doch. So, der ist dort. Könnte sich sowohl als auch hier bewegen. Dann gehen wir doch gleich in die Stadt hier. Doch nicht, ihr solltet doch nicht zur See. Ich bin hier. Wo ist denn jetzt meine Armee? Eure Befehle. Armee, wo, zweite Legion. Eure Befehle. Bisschen zackig hier rein in die Stadt, wenn es geht. Langsam in den Hafen. Spinnt wohl, da kommt ihr nicht rein. So, ja, ich muss noch das Menü verwenden, dann sehe ich auch meine Armee. Ich habe 2 Legionen, eine Flotte. Spione dufte, Legion 2 dufte, Legion 1 noch nicht großartig gelevelt. Aber das macht ja auch nichts. Mache aber nur 2700 plus. Das ist nicht so gut. Aber hey, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Tempel ist. Holen wir uns Nahrung, sicherheitshalber. So, jetzt bauen wir mal ein bisschen aus. Am besten erstmal in Richtung Rom. Damit da mal Kohle zusammenkommt. Minus 4 Nahrung, 2 öffentliche Ordnung, 150 Wohlstand. Wie sieht denn eigentlich hier die Ordnung aus? Plus 2. Landwirtschaftliche Stadt. Ja. Mach's. 5 Runden. Dann geht's hier wenigstens ein bisschen rauf, goldmäßig. Afrika verdient derzeit gar nichts. Nicht das geringste, trotz einer Handelsroute. Darf ja nicht wahr sein. Das ist ja schlimm. So, er marschiert wieder Richtung Thapsus. Ist egal, meine Legion ist im Einsatz. Ich fange den ab, irgendwann. Irgendwann muss er kommen.
wir fragen mal Karthago. Vielleicht werden sie jetzt Klientum. Das wäre ganz gut. Wenn ich Glück habe. Stellt eine Flotte auf. Tapsis. Nein, machen wir nicht. Krieg erklärt. Stammeskonföderation. Dieser Stamm hat sich mit einem anderen zusammengeschlossen, was die Angelegenheiten beider stärkt und dem Volk mehr Schutz gibt. Aha, Bevölkerungsüberschuss und Bau abgeschlossen. Okay. Nee, nicht Fraktion. Wollten wir nicht hin. Doch, Übersicht. 59% Einfluss erhalte ich. Nice. Gibt plus Moral, ein bisschen Steuern, plus Forschungsrate. Sehr, sehr gut. So, wir fragen an. Diplomatie. Karthago. Und die mögen mich gar nicht. Da hinten ist sogar Neu-Karthago. Geht das in eurer Heimat als Rede durch? Erstmal Friedensvertrag. Klientum. Niedrig. Schweine. Karthago birgt unzählige Schätze. Und wir würden sie mit euch teilen. Okay, für 900 ist okay. Wir haben viel erreicht durch unsere heutigen Verhandlungen. Okay, damit habe ich erstmal Ruhe vor Karthago. Das ist gut. Das heißt, jetzt kann ich mich hier um Dings kümmern. Das wird so weggeflasht. Das geht jetzt ganz schnell. So, hier wird ausgebaut. Hier wird gebaut. In Afrika. Afrika, oh Afrika. Zivile oder Garnison? Wir nehmen lieber mal eine Garnison. Kostet mich aber auch wieder Nahrung. Minus ein Nahrung ist okay. Ja, damit. Garnison ist immer wichtig. Jupiter kommt rein. So, und hier machen wir keinen Fischerhafen, sondern wenn dann ihr Militärhafen. Nee. Gut, den haben wir hier, oder? Ja. Dann machen wir hier einen Schiffsbau rein. Dann wird es hier auch wachsen. In Afrika. Ja, dann würde ich sagen, dann holen wir uns Magna Grazia an. Die nächsten 3-4 Runden. Das wird so ein Blitzkrieg bei denen hier. So, erstmal hier in aller Ruhe landen. Wo sind sie? What the fuck? Latscht nie hin. Seid ihr besoffen? Zurück. Falsche Ecke. Ja, den nennen wir eine falsche Ecke. So, Karthago kann sich erst einmal erholen. Der erste karthagische Krieg ist gewonnen. Siegreich für mich. Ich weiß zwar selbst noch nicht, wie ich alles verteidige. Jetzt kommt gleich ein sikarischer Krieg. Und der muss ganz schnell gehen. Die Hauptstadt befindet sich in meinem Besitz. Nur die Provinzen halt nicht. Ein Spion sagt euch, dass ein Politiker einer rivalisierenden Partei ein Attentat auf euch plant. Was werdet ihr tun? Verdächtigen einsperren, Leibwache anheuern, Verdächtige befördern. Auflösung der nächsten Runde. Oje, 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 was machen wir denn? Es ist ein Spion. Es ist mein Spion. Wir lassen ihn einsperren, oder? Wenn ich Leibwache anheuere, kann der ja dabei sein. Aber kann ja auch ein Doppelt... Der Verdächtige wird eingesperrt. Politiker ab ins Gefängnis. So, Mission fehlgeschlagen vom Senat. Flotte aufstellen haben wir nie gemacht. Klar könnt ihr. Erstmal rein in die Stadt. Erstmal nach Karthago. So, ab auf See. Ihr geht auch auf See. Das Problem ist, dass ich jetzt meinen Handel verliere. Mit Sicarius. Wo haben wir? Hier Handelsvertrag. Das sind nur 100. Naja. Ich würde sagen, dann kündigen wir mal nicht Angriffspakt mit denen. Auch wenn die freundlich sind. Willkommen. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Nicht Angriffspakt brechen. Nee. Nicht Angriffspakt beenden. Vielleicht findet ihr etwas Gutes am Ende unserer Freundschaft. Selbst wenn es mir nicht gelingen wird. So, damit wir nicht so viele diplomatische Beziehungen haben. So, dann Handelsabkommen brechen. Handel abbrechen. Ein Mangel an Gütern. Oh weh. Oh Hermes, schütze uns. Unsere Frauen werden untröstlich sein. Vielleicht. So, die sind jetzt schon mal sauer, weil sie missbilligen gebrochenes Abkommen. Abkommen mit Karthago, kulturelle Abneigung, kulturelle Abkommen mit Libyen. Naja, das ist okay. Das ist okay. Bei der nächsten Runde dann kommen wir ran. Gehen wir gleich mal ran, ja?
Komm ich auch nochmal kurz nachrekrutieren ein. Zack. Ist auch voll. So, Flotte ist im Einsatz. Ne, hier. Ist links. So, Flotte ist im Einsatz. Ja, würde sagen, nächsten zwei Runden. Rom und Sizilien. Mit Sizilien sollte ich dann genügend Gold haben, um eine dritte Armee im Norden aufstellen zu können. Dann habe ich dann zweite Legion unten im Süden, eine dritte Legion oben im Norden. Und dann kann ich in aller Ruhe dann Richtung Nordafrika ein bisschen weiter expandieren. Das ist nicht gut hier, der Truppentransporter. Die gefällt mir gar nicht. So, Astronomie erforscht. Wunderbar. Patrizier hat nächsten Rang erreicht. Okay, ihr seid... Oder bürgerliche Sisefeld verfällt. Okay, in drei Runden könnte es wieder zu irgendwas kommen. Attentatsplan. Der beschuldigte Politiker hat Gravitas verloren. Und seine Partei ist nicht sehr erfreut über seine Verhaftung. Minus 10 Loyalität und 30 auf Gravitas. Das ist egal. Hauptsache, ich lebe. So, Rinderfarm. Nein, hin geht's erst hoch mit der Nahrung. Steuersatz. Aktion von allen Charakteren. Aha, aha, aha. Ein Bauzeit, Bauzeit, aha. Goldschmied, Feuerwache brauchen wir erstmal nicht, dann jetzt militärisch. Dann holen wir uns mal erstmal hier an die Docks, damit die Flotte passt. So, Markt, zivile Siedlung. Ein bisschen Nahrung. Ah, stark ausgerüstet hier. Steinschleuderer. Ich spinne wohl. Angreifen wir. Krieg erklärt. Die haben keine Verbündeten. Sind aber Krieg mit so vielen Parteien und jetzt auch noch mit mir. So legen wir alle falsche Freundschaft ab und führen Krieg. Es ist angenehm, zur Abwechslung Ehrlichkeit zu sehen. Es tut mir leid. Ich hätte euch geduldet, wenn ihr mir da oben meine Provinz nicht weggenommen hättet. Eine Blockade. Ah, das Problem ist jetzt die Flotte hier. Oh, es geht meinen, es geht meinen. Ich hoffe, ich verliere die zweite nicht. So. Erstmal hier rein. Das ist ein Autokampf bei haushoch überlegen hier. Aber sowas von. Bam. Siedlung gehört wieder mir. Meine Siedlung. Besetzt. Militärtradition. Wunderbar. Machen wir auch gleich. Da waren keine Gegner drin, das ist mehr Waffenschaden von allen. Der Typ geht auch auf. Weniger Unterhalt und schon macht man die 3-2 voll. So, jetzt kann man auch hier bauen, gleich umbauen hier. In eine zivile Siedlung. Haben wir gesagt, das bringt's Meister. Das wird abgerissen. So, das Problem ist jetzt davon meine Flotte. Ja, das hier unten gefällt mir eigentlich auch nicht. Könnte sein, ich jetzt gleich Attacke verliere. Nicht so gut. Okay, Karthago kann man ja dann zurückerobern. Okay, ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, aber wirklich nur einen ganz kleinen. Mein Truppentransporter. Wahrscheinlich wird es hier eine riesige Seeschlacht geben. Egal. Die sind in zwei Runden da unten, die muss ich hier nur an Land bringen und dann passt das hier. Jetzt sind wir da drauf. Karthago hat der Welt viel zu bieten. Handelsvertrag mit Karthago. Ah, da können sie doch stärker werden. Klar, her damit. Hervorragend. Nun lasst uns als Freunde gemeinsam speisen. Heute greift man. Ich lehne den Angriff aber ab. Ich lehne den Angriff ab. Ich muss die nicht unterstützen. Damit sind die nicht reingekommen in die Stadt. Das ist sehr gut. Und ich kann da in aller Ruhe weitermachen. Aber hier, was ist denn da los? Sparta wird ganz schön mächtig, oder? Ja, ich glaube, der nächste Gegner steht dann schon fest. Spartiaden. So, zyklose Piraterie. Piraterie ist ein ernstes Problem. Wir jagen Piraten. Okay, die lagern hier. Die lagern da unten. Habe ich kein Problem mit. Ja. Blockade wird aufgestellt. Keine Blockade, ihr sollt rein da. Auch das ist ein Autofight. Das ist haushoch überlegen. Das sind hier 100 Mann. Ich komme mit fast 2000. Diese Stadt gehört uns. Ich meine, eiskalt erwischt.
Das ist, war mein Verbündeter, kurz alles gemacht. Verbündeter, es war ein Handelspartner, es war kein Verbündeter, es war mitten in den Rücken gefallen, aber das ist egal. So, erstmal hier Zivile. So, hier bauen wir hin Nahrung, ist klar. Hab wird auch umgebaut, wunderbar. Da haben wir zumindest hier ein paar Truppen drin, ne? Müsste eigentlich hier versenken. Wenn ich jetzt meine Flotte opfere, um dir alle wegzumachen, kann ich ja sie drin halten. Easy. Guck mal, wo die in der nächsten Runde sind. So, Sizilien fast nonstop erobert. Wir haben ein bisschen Geld, das ist wunderbar. Können wir hier Manufaktur ein bisschen erweitern. Ja, jetzt kriegen wir schon mal ein bisschen mehr Geld, nicht wahr? So muss schon auf 700. Passt doch für einen Anfang. Wenn er sich da unten Tapsis holt, na, dann ist das Pech. Dann habe ich auch kein Problem damit. Kann man ja wiederholen. Hauptsache, ich kriege hier den mittleren Teil. Das hat mir gehört. Das ist meiner. Einzig und allein den Römern gehört das hier. Mit zwei Legionen. Ich brauche dringend noch eine dritte. Meine Spartiaten sehen mächtig aus. Ich glaube, die sind ein anderes Kaliber als Karthago oder die anderen Typen da unten. Handel ist das Tor zu Wohlstand. Wollt ihr nicht hindurchschreiten? Sehr gerne, wir handeln. Ein hervorragender Entschluss. Euer Verstand herrscht weise. Triumph. Triumph. Dieser Mann hat unbeugsame Treue zu Rom bewiesen. Er ist ein wahrer Römer. Wir ehren ihn und feiern seine glorreichen Sieger. Julius Libo, das ist der Chef aus der zweiten Legion. Was ist er hier? Julius Libo, genau, das ist der Chef. Der ist der Chef aus Rom. Der ist der Hauptmann bei mir. Das ist der El-Boss. Der ist 34 Jahre alt, aber es passt schon. Darf ich jetzt hier drüben adaptieren? Darf ich nicht. Verdammt. Ist ein Haus weg hier? Politik? Tatsache, ein Haus ist weg. Ein Haus gibt es nicht mehr. Haben sie auf sich gelöscht. Natürlich wunderbar. Je mehr sich hier auslöschen, desto weniger Probleme habe ich. Deswegen weg damit. Kann man eigentlich noch einen Attentat drauf führen? 116, 91. Der ist gefährlicher. Der muss weg. Machen wir einen Attentat auf den drauf. Oh, kann ich nicht. Mist. Dann nehmen auf die Dame. Warum, wieso kann ich keinen Attentat machen? Wo sind die Attentate? Willen, Erben erklären, beleidigen, Beförderung sichern. Nein, ich will nicht, dass er befördert wird. Wenn, dann will ich nur meine befördern. So, kurz mal befördert. Den kann man nicht befördern, ist natürlich klar. Die auch befördern. Und den natürlich nicht befördern, weil das geht nicht. Das ist schade. Obwohl ich ihn auch gerne befördern würde. Elscipio, Elscipio, Lucius Cornelius. Lucius Cornelius gibt noch... Oh, der hat denselben Namen wie der Vater. Auch nicht schlecht. Aber der große Bruder macht's. Der rennt rum und erobert hier halt Sizilien. So. Sizilien. Stopp! Stopp! Scheiße. Wieso seid ihr jetzt nicht... Was habt ihr hier von Käse gemacht? Was war das jetzt für ein Bullshit? So. Nahrung passt. Wir können ja soweit noch ein bisschen rumbauen. Die Garnison ist klar. Edensviertel können wir erstmal nicht lassen. Und Rom selbst kann ich nur die Nahrung machen. Und hier genau, hier wollten wir zu Gladiatoren. Aber da kann ich ja noch nichts so machen. Machen wir dann nächste Runde. Ich muss da dringend eine Legion da hinstellen da oben. Ganz dringend. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass sie da unten sind.
jetzt wieder da eine Seeinvasion machen. Der spinnt wohl. So, ich muss meine Armee runterschicken nach Karthago. Dann geht er auch bestimmt nach Libyen. Ich brauche schnell eine Armee im Norden. Der Spartiate kommt. Der scheint mächtig unterwegs zu sein. Forschung abgeschlossen. Seemanöver. Wunderbar. Schutz verfallen. Das Ganze würde zum Bürgerkrieg werden. Bau und Infrastruktur. Erforscht Technologie, Kategorie Konstruktion. Konstruktion haben wir da hinten. Drei kann ich machen. Wasserdings. Plus drei Wachstum in allen Provinzen. Ja, können wir machen. Gefällt mir gar nicht, dass sie da durchrennen. Jetzt kommt die hier nicht mehr zurück, oder wie? Gehe jetzt von Bord. Sie werden niederkauern vor der Macht. Roms. So ein Shit. Ja, sind hier nur drei. Noch. Aber hier ist doch gar keiner drin, ja. Irgendwann kommen die an. Das ist nur eine Frage der Zeit. Auch hier die Garnison durchziehen. Dann kriegen wir mehr Abwehr rein. Ich möchte die gerne wieder runter senden hier. Oder ich baue hier unten einen auf. Okay, rekrutieren wir erstmal General. Besten einer aus meinem Haus. Kein Lucius. Komm, nehmen wir den. Kann mich aufstellen. Bam, da freut er sich. Dann stirbt er so weg. Also nicht weg in dem Sinne, sondern der Senator ist dann weg. Das ist gut. So, mit 4000 sollte ich mir eine leisten können. Weil rund 2000 ist ungefähr eine wert. Hier unten brauche ich ja nur eine kleine Verteidigungsarmee. Da geht die zweite nach oben, nach Norden. Und der bleibt hier unten hier. Damit ich dann hier im Norden dann die abfangen kann, weil Sparta macht sich hier ganz schön breit. Die machen sich auch ganz schön breit, das heißt, das ist mein nächster Kriegsgegner dann. Ich würde hier gerne so und so reinkommen, aber nee, sind gerade Handelspartner. Wichtiger. Es ändert sich immer mit jedem Spielchen. So, Libanon kann man bauen, könnte man bauen. Wollen wir aber erstmal nicht. Provinzmäßig, wie sieht's da aus? Kultur 45% steigend, das ist gut. Korruption steigt auch nicht so gut. Macht ja nichts, die Flotte schafft das da nicht. Ich glaube, der holt sich das hier zurück. Ist egal, ich hole erstmal Sykaros. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Doch davon habt ihr nur wenig übrig. Ich frage mich, welche bösen Geister euch zu dieser Entscheidung verleitet haben. Keine Geister. Eine Entscheidung. Das ist Land, das ich benötige. Das ist Land, was ich ganz dringend brauche. Das ist Land, was ich haben möchte. Ganz einfach, dass ich... Rekrutiert, folgenden Agenten, Streiter, mal wieder Mission erteilt, machen wir nicht. So, Fraktion steigt auf, Neu-Karthago, macht sich breit. Zu euren Diensten. Das können Sie nicht tun. So, das ist auch ein Automatikfight, weil da ist nichts drin. Das sind hier 1400, das ist lächerlich. Auch lächerlich, wird komplett überrannt. Da kann ich nichts. Da muss ich noch nicht mal selbst kommandieren. Das ist ein Autofight, mehr ist das nicht. Rang 3. Erreicht, das ist gut. So. General kommt noch nicht ran an der Peitsche, hat aber hier plus den Angriffsbonus für alle Armeen. Wunderbar. Die sind jetzt heimatlos. Und da sie heimatlos sind, haben sie ein Problem. Da verschwinden die dann nach einer Weile. 1, 2, 3. Dann sagen wir hier auf 4. Und die 5 Wulmer. Das Sykaros kann man ja auch noch umbauen. Das wird erstmal abgerissen, das ist ja Mist. So, Nahrung nehme ich sehr gerne. Komme ich jetzt auf richtig Nahrung. Oh, guck dir das mal an. Hafen kann ich nicht umbauen. Passt soweit für mich in meinen Augen. So. Also, Sizilien unter meiner Kontrolle. Das ist gut. Muss noch ganz kurz warten, bis die hier ein bisschen stark beschädigt sind und dann
Ist auch ein Autofight. Das ist meine Flotte, meine Garnison, mein General da drinnen. Was wollen die machen? Das ist mit 600 Mann gegen 3000. Also keine Chance. Kann ich machen, was ich möchte. Die sind platt. Das mögen zwar an der Flotte ein paar Verluste sein. Ja, aber das wird hier rekrutiert. Natürlich gefangen nehmen. Das Problem ist, dass ich unten aber nicht jetzt halten kann. Seetradition erhalten, das ist gut. Elendsviertel erhalten. Aus Gefängnis entlassen. Dieser Mann wurde entlassen. Marcus Junius Brutus. Oh je. Politiker. Rang erhöht. Spionen hat ein Level-Up. General hat auch ein Level-Up. Ich erwarte eure Befehle. General. Geheimaktion. Agenten ausweichen. 5% Chance, Kind zu bekommen. Ah, dann hier, dass du ein Kind hast. Geheimaktion. 5 Moral für Geschoss. Für Nahkampf. 5% mehr. Oh, das ist gut. Geheimaktion. Öffentliche Ordnung. Noch mehr öffentliche Ordnung plus Autorität. 5 Wohlstand. Hingabe. Rüstung aller Einheiten ist gekauft. So, kriegt natürlich auch den Krieger. So, Schiffstradition der ersten Flotte. An Deck 4% Nahkampfangriff für alle Schiffe. 4 Schosse, Unterstützung 4% drauf. Nein, dann nehmen wir hier 4% Nahkampfangriff. Das Problem ist, dass ich Tapsis nicht verteidigen kann. Oh, das macht ja nichts. Kommen wir zurück erobern. 1, 2, 3, 4. So. Dann kann die zweite Legion sich erst einmal nach Rom ziehen hier. Wir haben jemanden, der jetzt hier verteidigt. Sigurus kann ich noch ein bisschen umbauen. Ja, mit dem Tempel. Großer Hafen. Wohlstand. Überfall links. Ja, machen wir einen großen Hafen rein. Passt. Hier habe ich immer noch das Elendsviertel. Können wir abreißen. Rom hat kein Elendsviertel. Das hier muss ich mir... Ah, stimmt, ich habe die Gladiatoren vergessen. Macht nichts. Nächste Runde. Dritte Legion wird aufgebaut. Das wird eine reine Linkslegion. Das hier kann man noch einen Würdensträger noch organisieren. Oder? Ja, in der nächsten Runde. Damit auch diese Armee billiger wird. So. Der darf kann gelevelt werden. Plus 50 Verstärkungsreichweite für Begleitarmee. 9 Bewegungssichtweite. Passt. Wunderbar. So, 3 Legionen. Legion 4 unten in Afrika, wo es eigentlich die dritte ist. Wird ganz schnell aufgebaut, auch wenn ich unten Tapsis verliere. Das geht ganz schnell, da bin ich ja wieder fort. Sizilien kann ich verteidigen. Nicht das Problem. Habt ihr eine Armee fort? Eine Legion. Keine Armee, eine Legion. Kriegen wollen. Dann kann ich mich oben den Barbaren ein bisschen entgegenstellen. Kann dann im Süden weiter expandieren. Wie gesagt, da kann ich nichts machen. Autofight, das ist zu wenig hier mit 800 Mann. Die lachen sich tot drüber. Dass man so eine Siedlung verliert, ist okay. Habe ich kein Problem mit. Problem habe ich erst, wenn es eine Hauptstadt ist. Ist kein Problem. Wird hier oben aufgebaut. Wird ja oben aufgebaut. Nicht das Thema. So, ihr habt Level Up. Konstruktion erfolgreich. Mission erfolgreich. Was auch immer das bringt. Mission fehlgeschlagen. Kriegsinstrument. Rekrutiert einen Streiter. Ich brauche keinen Streiter. Keiner braucht einen Streiter. So, jetzt weiter mit die Tiere gehen. Auxilkaserne 3. Her damit. Wir hungern nach einer Schlacht. Holen wir uns Kavallerie. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ah, leider. Siedlung verloren. Gott, hier ist eine Fraktion vernichtet. Haushalt erweitert sich. Noch eine Fraktion vernichtet. Der Adai gibt es auch nicht mehr. Wir haben kurz Politiksystem. Auch wenn Brutus da ist, sein Haus ist nicht mehr da. So. Legion 2 auf dem Marsch. Im Gewaltmarsch, wenn es geht. Wenn es schneller hochkommt. Gewaltmarsch. So. Wie weit kommen Gewaltmarsch? Nice. Nächste Runde sind sie schon in Rom. Damit kann ich Rom verteidigen. Hier dann auch ein bisschen. Bringen wir die Legion ein bisschen in Stellung. So, kohlemäßig passt. Perfekt.
rekrutiert wird auch. Das wird leider noch teurer. Hab auch vergessen, links zu holen. Ah, einen Würdenträger. Aber das machen wir noch. So, gelevelt. Ist dieser da? Was kann der jetzt noch alles lernen? Wachstum, öffentliche Ordnung. Aha, aha, aha. Hingabe, Moral für Söldner einhalten. Nein, danke. 25 Gold gestohlen auf Territorium. Aufstellung 5% Steuersatz. Aufstellung 2% Wohlstand aus allen Quellen. Waffenschaden für Nahkampf in der Begleitarmee. Das ist gut. Moral für ungepanzerte Infanteristen. Schaltet Aktion frei. Kommandanten bestechen. Nö. Schaltet Aktion bekehren. Nein, 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 nein. Aufstellung Steuersatz. Steuersatz ist eigentlich ganz gut. Okay, minus 1 Ordnung, das ist aber egal. 25 Gold gestohlen. Plus Loyalität. Für die politische Partei. Stärkt die Generalabwehr. Geht immer. Nein. Steueraktion Verruf bringen. Reduziert Attribute eines feindlichen Agenten. Nee. Das sind für alle Söldner. Wenn das normale wären, aber keine Söldner. Söldner sind doof. Vorne keine Söldner. Plus 1 Erfahrung für neue Generäle in dieser Provinz. Nein, dann nehmen wir hier einen Steuersatz. Plus 2 Wohlstand. Aufstand 5% zur politischen Partei für diese Region. Nein, 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 nein. Steuern, Steuern, Steuern. Wo waren die? Das hier, oder? Nein. Streng. 25 Gold. Trennung, Söldnerregiment. 10 Unterhaltskosten für alle Söldner. Plus 2 Wohlstand. Realität, Hingabe, Moral, Hingabe, politisch, Geheimaktion, Waffen. Sind die Optionen nicht mehr mit den Steuern? Auch nicht schlecht. Bekehren, Moral, Kriegsgefangene, nein, ja. Bestechen, plus 2 Wohlstand, das ist ganz gut. Da, 5 Steuern. Passt, perfekt. So. Ja, das war's auch schon mit der Runde. Dann sehen wir uns in der nächsten an. Ciao.